wir stehen jetzt hier vom Füllbock und das, glaube ich, ist der krönende Abschluss für ein super Projekt, was die letzten Jahre gelaufen ist. Dass jetzt die komplette Azubi-Brauerei fertig ist, dass wir es in Betrieb nehmen können, dass wir als Azubi in wirklich allen und jedem Schritt eingebunden ist, dass man in kleinem Maßstab das mal sieht und man bei allen mithelfen kann. Und das wird, glaube ich, eine super Sache. Das gefällt mir. Der Füllbock ist auf Gut Freiham just in time angekommen. Zusammen mit kleineren Komponenten wird alles entladen. Jetzt kann die für den Transport benötigte Verpackung entfernt werden und die Einbringung starten. Dabei gibt es viele helfende Hände. Das komplette Azubi-Team der Augustiner Bräu Wagner KG ist vor Ort. Die angehenden BrauerInnen und MelzerInnen unterstützen tatkräftig. Maßarbeit ist gefragt. Millimetergenau und mit viel Feingefühl wird der Füllbock durch die kleine Öffnung eingebracht. In den nächsten Wochen folgt die Verrohrung durch Augustiner. Für heute ist alles gemeinsam geschafft und die Etappe gemeistert. Mehr als ein guter Grund, gemeinsam auf das gelungene Projekt anzustoßen. Das sagen auch die Ausbilder. Im Moment habe ich mich mit den dualen Studenten unterhalten, was die für uns da gemacht haben. Und da muss man sagen, ist ein schöner Austausch zwischen den beiden Firmen und auch mit dem Azubi-Bereich, wie man jetzt auch sieht bei dem Projekt hier, finde ich das auch eine sehr schöne Sache, die da so läuft. Und kann man auch durchaus noch weiterführen und vertiefen, von unserer Seite gern. Und ich denke, das wird, glaube ich, ein Geben und ein Nehmen werden, dass man wirklich von dem profitieren kann, was die da wirklich geschaffen haben. Und wenn wir dann schöne Biere machen haben, werden die bestimmt einmal was davon haben. Es ist September 2024. Verrohrung und Inbetriebnahme sind mittlerweile erfolgt und es darf in der Lehr- und Versuchsbrauerei selbst Hand angelegt werden. Eigene Biersude in kleinen Mengen anfertigen, sich ausprobieren, ohne große Mengen an Produktionsstoffen zu verschwenden. Dabei unterstützt auch der Krones Füllbock. Von Auszubildenden für Auszubildende. Alles in allem optimale Rahmenbedingungen für eine praxisnahe Ausbildung der angehenden Brauer und Melzer. Ich finde es eine super Sache, dass unser Füllbock von den dualen Studenten von Krones gebaut wurde und wir Azubis den jetzt in der Azubi-Brauerei benutzen dürfen und selber dran rumhantieren können, weil der ist gebaut nach dem gleichen Prinzip wie bei uns in der Brauerei im Großen. Und ja, es macht Spaß. Wir haben jetzt auch schon ein bisschen abgefüllt und ich freue mich auf die Zukunft. Das ist eine super Sache.